So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Overlord Raising Hell in einer neuen Aufnahme. Ich würde sagen, wir machen auch direkt weiter. Und wir haben ja in der letzten Aufnahme Wilfried Wanst wieder getroffen. Warte mal, ich verschiebe mal kurz ein Mikro. Könnte sein, dass ihr ein bisschen was hört. So. Seid gegrüßt! Hallo, Narr. Ach, und wir haben uns ja eine Axt gemacht, eine neue, die wir noch ausprobieren wollen. Und wir gehen in den Dunkelwald zurück, weil da können wir jetzt wunderbar weitermachen. Wir haben ja jetzt alle 4 Schergen, wir haben eine Unterwelt gesäubert. Und jetzt machen wir hier erstmal weiter. Wie groß ist unsere maximale Hordengröße momentan? 20, dann nehmen wir doch 5 von jedem mit. So. Ich mag das, wenn das so wunderbar aufgeht. Ah, einer von denen trägt gerade eine Kochmütze. Ich wollte eigentlich, dass mir jemand das Ding da bringt, aber egal. Wir kommen jetzt hoffentlich in diesem Wald mal weiter. Wir haben jetzt die grünen und die blauen. Ich habe es ja, sagen wir mal, so abgestimmt. Damit wir nicht irgendwann an einem Punkt kommen, wo wir dann nur mit den Blauen weiterkommen. Das bringt dann auch nicht so viel. Wo müssen wir nochmal genau lang, frage ich mich jetzt. Ich glaube hier. Ach ja, genau. Hier waren ja die Schädelratten und so. Wenn man vom Teufel spricht. Sind jetzt nicht besonders stark, die Guten. Wir kommen relativ gut klar, würde ich mal sagen. Hier müssen wir unsere Schergen jetzt auch nicht irgendwie groß aufstellen. Die Schädelratten sind so schwach, da macht das keinen Unterschied. Außerdem, nach dem, was wir da in der Unterwelt erlebt haben, da muss schon was Heftiges kommen, bevor ich sagen würde, ein Gegner ist stark. So. Ah, hier kommen nur immer wieder diese gottverdammten Ratten. Und sie können nach wie vor alle nichts. Hm, wollen die da unten irgendwie hin? Okay. Kann keiner den Schädel hier brauchen? Okay, dann sind sie alle ein bisschen ausgerüstet. Ist ja wunderbar. So. Dann gehen wir erstmal den Weg hier. Wir haben ja schon kaputt gemacht. Hier war ja vorher alles voll mit giftigem grünem Zeug. Oh, eine Schergensäule. Wunderbar. Dann kam, können wir bald... Die verlorenen Kinder der Göttin loben sie. Denn sie ist die Mutter aller Rassen, aber blutsverwandt mit den Elfen. Verlass uns nicht, Elfenmutter! Ja, die Elfen mal wieder... Oh! Das, was ihr da gesehen habt, das war ein sogenannter Schädel-Eber. Böse Viecher. Hm. Okay, ich habe irgendwie ein ganz ungutes Gefühl hier. Und was ich mich jetzt frage bei dieser Muttergöttin der Elfen. Wenn die die Mutter aller Rassen ist, ist die dann nicht auch mit allen blutsverwandt? Naja, Elfen eben. Spinnen die Elfen. Kann jemand das brauchen? Immer die Blauen. Hm. Wow, zurück. Die sind richtig übel. So. Zurück. Auf. So. Das hat geklappt. Wunderbar. Die halten halt relativ viel aus, die Schädel-Eber, und die machen auch einen richtig üblen Schaden. Also die hauen unsere Schergen in Stücke, das heißt, die können auch nicht mehr wiederbelebt werden. Ah, hier, das ist schön. Komm zurück. So, erstmal hier durch. Die Tür kriegt doch eingeschlagen, oder? Ja. Geh mal erst auf die großen Käfer. So. Und dann
gehen wir erstmal schön durch und hauen die Käfer platt. Hier gibt es halt eine große Menge an Lebenskraft für uns. Und ich denke, da kann man auch nicht drüber meckern. Okay, da ist noch ein großer Käfer, dann erst der hier. Ah, davon ist auch noch ein großer. Und auch der ist hin. Und dann können wir hier mal schön plündern. Ah, das Scheppern ist Musik in meinen Ohren. Mal schauen, wie lange die brauchen, bis alle Käfer tot sind. Hat ja noch vergleichsweise kurz gedauert. Manchmal laufen die denn ja wirklich stundenlang hinterher. Wo ist der denn jetzt hin? Habe ich hier irgendwas übersehen? Ah, da vorne ist grüne Lebenskraft. Oh, und Geld. Und hier oben sind natürlich auch noch Schätze. Ah, Reichtümer. Ach ja, übrigens, ich kann das schon mal sagen, wir werden bald unseren Turm auch noch weiter ausbauen können. Das mit Rosa, was wir bisher gebaut haben, waren quasi so die Grundmauern, sag ich mal. Okay, das hier sieht böse aus. Machen wir doch erst einfach mal so. Ja, der verbrennt jetzt. Gut, kriege ich die andere Ratte noch angelockt? Komm her. Näher. Perfekt. Ich könnte natürlich auch einfach das ganze Ding hier bewegen. Ach, die Ratten. Das Schwerste ist wirklich halt der Schädel-Eber. Schauen, kriege ich das hin, dass die nur die Ratten erwischen? Dass die von hier unten die Ratte da oben erwischen? Wunderbar. Bei denen hier kriegen sie nicht, oder wie? So, jetzt geht's. Wir wollen nämlich noch nicht die Aggro von dem Großen. Wunderbar. Mal schauen, ob wir den da kriegen. Drecksratten. Naja. Ja, der Schädelhirsch versucht ihn zwar immer wieder zu beleben, aber es gibt Schlimmeres als das. So, Schädelhirsch ist verbrannt. Sobald die mich einmal brennen, kriegen die halt die ganze Zeit ziemlich gut Schaden. Ich hoffe nur, dass die den Eber nicht wiederbeleben können. Das wäre nämlich ganz schön ungünstig. Ich glaube, ich hole mir die braunen und die grünen da raus. Und bewege den Rest jetzt mal. Und zwar so, dass die eventuell gleich den Eber treffen können. Wenn er ein bisschen näher kommt. So. Kommt er nicht die Treppe runter? Ja, doch, aber nur so ganz, ganz langsam. So. Zurück. Ich sagte zurück. Boah, ich wollte doch keinen von den Blauen von dem Ding zurückrufen. Manchmal ist die Steuerung bei dem Ding hier auch ganz schön blöd. Ah. Ach so, jetzt kriegen sie den, ohne dass er sie angreift. Ja gut, das dauert dann zwar ein bisschen, das ist ein wenig langweilig, aber geht natürlich auch. Oder wir schicken unsere Grünen einfach mal drauf. Oh, oh, jetzt. Alle und drauf. Der Schädelhirsch darf nicht lange überleben, ansonsten belebt er einfach alle wieder. So, wunderbar. Hier ist alles leergeräumt.
Okay, hier ist ein Knoten. Hier gibt es alle Arten von Schergen. Da hinten ist ein Rad. Okay, da unten sind ein paar Sachen, die eventuell Schergen ausrüsten können, wenn sie... Oh, und Geld. Oh. Aber alle sind gut ausgerüstet, so wie es aussieht. Das ist ja perfekt. Ansonsten können wir sie ja noch ein bisschen wüten lassen. Gut, alle Schergen wieder da, alle Schergen ausgerüstet und jetzt geht's auf den Knoten. So, diese Wurzelknoten. Ja, mit 20 Schergen gehen die relativ schnell kaputt. Oh. Nett, Gesellschaft. Tötet sich schnell. Gut, Schergen. Die roten hier aufstellen. Die blauen direkt dazu. Der Rest. Man sieht, die roten sterben sehr schnell, aber dafür haben wir die blauen. So, die Schädelratten sind zum Glück die, die am offensivsten auf die Schergen zugehen, aber sind nicht gerade stark, wie man sieht. Und ich glaube, hier kommen auch nicht beliebig viele. Die wirklich schlimm sind eigentlich, finde ich, die Schädelhirsche. Oder besser dieser Schädelhirsch, weil der muss halt als erster dran glauben eigentlich. Aber er brennt bereits, das ist also kein Problem. Die sind halt die Heiler. Ach nee, da vorne sind auch noch welche. Gut, kriege ich den Einzelnen angelockt. Oh, sag jetzt nicht, dass der Dicke da hochkommt. Er kommt hier hoch. Dann heißt es jetzt geschickt vorgehen. So, den kriegen sie jetzt. Perfekt. Gut, jetzt kommt der zweite. Die scheinen ja wirklich so wellenartig hochzukommen. Gut. Ach, der andere steht im Weg. Ist ein Feuerball. Der brennt jetzt wahrscheinlich. Oh ne, der brennt nicht zu Tode. Ja gut, aber so geht's auch. So, den kleinen. So, den kleinen mit ein paar Feuerbällen ausschalten. Ich wollte ihn. So. Mensch. Ich will doch den hier treffen. Geht doch. Jetzt kommt auch der Dicke hoch. So. Und wenn das geschafft ist, muss ich dann leider aber auch die Folge beenden. Mensch. Blaue zurück. So. Und jetzt draufhauen. So, und damit haben wir es geschafft. Jetzt hier noch kurz alles ein bisschen auseinandernehmen. Also das, was jetzt frei geworden ist, sag ich mal. Und ja, jetzt ist hier ein Rad, das können wir drehen. Und ich denke, das werden wir dann auch zu Beginn der nächsten Folge tun. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß im Let's Play. Lasst bitte konstruktive Kritik da, das Übliche. Und ansonsten erstmal Cheerio, euer Scarecrow.